Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Hardcore Randomizer als Nuzlocke Challenge. Hier gegen Siegfried haben wir im letzten Part einige Pokémon verloren. Leider, leider. Wenn ihr das nicht gesehen habt, würde ich euch einfach mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Das war ein riesiges Gemetzel. Und dieser Siegfried, ich kann ihm gar nicht mehr in die Augen schauen, weil er einfach unsere ganzen Pokémon getötet hat. 4/6 unseres Teams haben es nicht überlebt. Was macht man da? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Oh nein, jetzt haben wir doch glatt alles verpasst. Wenn du nicht, nur nicht so langsam wärst, Professor Eich. Hey, yo. Oh, hallo, Present. Lange nicht gesehen. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Dein Sieg hier in der Pokémon-Liga ist eine wirklich fantastische Leistung. Dein Vertrauen und deine Hingabe haben dir auf dem Weg immer Kraft gespendet. Und das sind die Früchte deiner Arbeit. Aber auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an ihren Trainer hat sie all das durchschneiden lassen. Herzlichen Glückwunsch, Present. Dürfte ich den neuen Champ vielleicht um ein Interview bitten? Das wird mir langsam alles ein wenig zu laut hier. Present, kommst du mal eben mit? Eigentlich nicht, weil du hast meine ganzen Pokémon getötet. Du Pokémon-Töter. Töter vor allem. Ach ja. Halt, Moment mal, was wird denn jetzt aus unserem Interview? Naja, ich habe jetzt keinen Bock auf ein Interview, denn ich bin nicht in der Stimmung dafür, nach diesem riesigen Massaker. Ich war schon sehr lange nicht mehr in diesem Raum. An diesem Ort werden die Pokémon der Liga-Champs für alle Ewigkeit dafür geehrt, dass sie ihren Trainern in guten wie in heftigen Kämpfen zum Sieg verholfen haben. Heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs, der immer leidenschaftlich an seine Pokémon geglaubt und an sich selbst stets die höchsten Ansprüche gestellt hat. Komm nun, Present, lass uns dich und dein Team hier verewigen. Okay? Ja, verewigen so halb, ne? Ja doch, wobei, das passt eigentlich recht gut, weil 4 unserer Pokémon einfach gestorben sind. Wieso denn? Ja, Xomipa, unser einziges richtiges Pokémon, was es überlebt hat, auf Level 54, unser Turtok. Dann haben wir als nächstes unser Mustache, was uns unser ganzen Weg mit begleitet hat, auf Level 53 gestorben. Ach ja, und dann unser Tengulis, was gerade erst die letzte Entwicklung gesehen hat und auf einmal stirbt es dann hier in der Liga. Dann haben wir unser Togetic, was die letzte Entwicklung nie sehen wird, unser Kroff. Leider, leider, dafür muss jemand keinen Leuchtstern mehr mir holen, aber ja, wobei ich habe genug Punkte zusammen, ist ja auch egal. Dann haben wir noch unser Rettern, unser Newcroft, was eher ein Statist in diesem in der Liga war und allgemein, ja, aber ich werde es wahrscheinlich jetzt trainieren müssen, dadurch, dass unsere ganzen Pokémon gestorben sind. Dann haben wir Dragonier, unser Apu-Apu. Hat dann auch nicht so viel gemacht, weil es nicht auf Level 50 war, also nicht stark genug. Hätte ich vielleicht noch trainieren müssen, aber jetzt ist es zu spät. Leider. Es ist vorbei für euch 4. Für die anderen beiden geht es zwar weiter, weil das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Aber so viele sind gestorben. Leider, wieso? Wieso musstet ihr denn sterben? Siegfried ist schuld. Ja, ich weiß. Ich werde mich rächen. Ich verspreche es euch. Ich werde mich in eurem Namen rächen. Er wird leiden. Er wird sowas von leiden. Das verspreche ich euch. Okay. Das sind dann hier auch die Credits. Jetzt werde ich noch kurz so ein vorerstes Fazit ziehen. Dadurch, dass das Spiel noch lange nicht vorbei ist, kann ich natürlich noch nicht so ein richtiges Fazit ziehen. Aber dennoch werde ich jetzt hier so ein vorläufiges, ne, Fazit ziehen. Also dreimal Fazit in 3 Sätzen gesagt, hintereinander. Sehr schön gemacht, Present, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, das Spiel ist schön. Es ist halt ein Remake. Man kannte das halt, die Story und alles. Aber die Grafik ist schön remaked worden. Man hatte auch zwar die gleiche Engine wie in Perl und Diamant, aber dennoch gab es wirklich schöne neue Texturen, die es in Perl und Diamant nicht gab. Also dennoch eine schöne Abwechslung und es war halt ein komplett neues Spiel, so von der Grafik her. Aber auch, man hat es wirklich schön neu aufgezogen, kann man schon so sagen. Sah wirklich schön aus. Ich finde auch gerade dieser Abspann ist sehr schön gemacht. Und ja, sonst, die Nuzlocke an sich war bis hierhin sehr erfolgreich, bis zum letzten Part. Da haben wir gerade mal 2 Pokémon verloren in 55 Parts. Und ja, jetzt ein Part länger und dann auf einmal 4 Pokémon weg auf einen Schlag. Leider, leider. Aber dennoch dafür, dass es meine erste Nuzlocke ist, war es eigentlich recht gut. Aber es lag wahrscheinlich auch daran, dadurch, dass die Level der Pokémon sehr niedrig waren. Und das ist auch so mein Kritikpunkt, dass wirklich die Level der Pokémon sehr, sehr niedrig ist. Also, das ist so wirklich ein großer Kritikpunkt. Das ist einfach, ja, es ist ziemlich leicht, das Spiel. Und deswegen ist die Nuzlocke auch ziemlich leicht gewesen. Aber ich denke mal, dennoch, ja, ist nicht schlecht, das Spiel, aber halt die Level, das ist ein bisschen zu leicht, meiner Meinung nach. Aber naja, was will man machen?
dadurch, dass man in zwei verschiedene Richtungen gehen kann, also wenn man in Teak City ist, kann man ja nach rechts und nach links gehen. Und deswegen kann man ja auch beide Arenen gleichzeitig herausfordern, also zum gleichen Zeitpunkt, sag ich mal. Und deswegen ist das auch so, wie es gekommen ist. Aber da kann man nichts machen. Und ja, ich würde sagen, ich lasse den Abspann einfach mal zum Ende noch, zu Ende laufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, denn das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder zurück. Die Credits sind vorbei und das Spiel geht zu Ende. Naja, nicht so ganz, nicht für uns, denn das ist erst der erste Teil, den wir hier vor uns gehabt haben. Jetzt kommt es zu einem weiteren Teil, noch zu sagen. Also das ist wirklich noch lange nicht vorbei, das ganze Spiel. So, da können wir jetzt weitermachen. Und erstmal hier, unsere Mutter. Die möchte... Oh, jetzt habe ich... Ah, Hilfe, ich habe hier falsch gedrückt. Komm, lass mich mal bitte hier raus. Dankeschön. So, zank. Dankeschön. Danke, danke, danke. So, und was sagt denn unsere Mutter dazu, dass wir jetzt Champion sind? Findet sie es toll oder nicht so? Oh, hallo, Present. Professor Lin sagte, er habe irgendwas für dich. Und nichts? Nada? Niente? Wir waren gerade auf einer langen Reise und haben den Posten des Champions ergattert und du, ja, komm, geh mal wieder weg, weil Professor Lin sucht dich. Was? Okay, unsere Mutter unterstützt uns definitiv sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Genau. Ja, krass. Hallo, Present. Ich habe dich schon erwartet. Ich habe dich heute zu mir gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Hier, das ist ein Bootsticket. Damit kannst du auch in Kanto auf Pokémon-Jagd gehen. Present erhält Bootsticket. Present verschaut Bootsticket in der Basis-Items-Tasche. Das Schnellboot, für das dieses Ticket gültig ist, liegt im Hafen von Oliviana City ab. Aber das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, Present. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammen gereist. Also dann, wenn du nach Kanto gehst, grüße bitte Professor Eich von mir. Okay, das machen wir dann. Gut, das machen wir auf jeden Fall. So, müssen wir aber erstmal irgendwie ein Boot finden. Wo können wir denn hin, um ein Boot zu finden? Ich weiß es nicht. Ah, komm, lass mich mal so machen, dankeschön. Fliegen wir erstmal irgendwo hin, weil fürs Fliegen können wir Kopf immer noch verwenden. So, jetzt ist die Frage, wo könnte denn dieses Boot sein? Vielleicht in Dukatia City, weil hier Wasser ist? Oder eher in Rosalia City eher nicht. Aber jetzt weiß ich, ehrlich zu sein, nicht, wo man, also wie man da am besten hinkommt. Wobei, natürlich weiß ich es, natürlich. Wir gehen einfach zum Indigo-Plateau. Genau, da fliegen wir jetzt hin. Und da müsste es dann eigentlich sein, wenn es mich nicht täuscht. Aber wir schauen gleich einfach mal. Wobei, nee, wir müssen zur Siegestraße dafür fliegen. Merke ich gerade. Nee, dafür müssen wir nochmal zurückgehen, bitte. Danke, komm schon. Siegestraße, bitte. So, fliegen wir nochmal ganz schnell dahin. Denn da war ja dieser Durchgang einmal nach links zum Silberberg und nach rechts nach Kanto. Wenn es mich nicht täuscht. Und dann können wir diesen Weg einschlagen. So, lass mich hier bitte durch. Komm schon, dankeschön. So, und jetzt ist die Frage, ob das wirklich jetzt so richtig ist. Und zwar, wenn wir jetzt hier nach rechts gehen. Hallo, wie geht's? Krasser Typ. Ein Augenblick, hier lang geht es nach Kanto. Aber diesen Weg kannst du im Augenblick nicht nehmen. Wieso nicht? Hä? Ich bin doch jetzt voll der krasse Typ, weil ich Champion bin, oder nicht? Nein? Schade. Okay, dann halt nicht. So, jetzt ist die Frage, wohin? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Das ist die Sache. Warte mal, wo können wir denn am besten hinfliegen? Neuborgia vielleicht. Erstmal, um dann nochmal Professor Lin zu fragen. Vielleicht weiß der ja mehr. Weil ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, wo wir hinfliegen müssen. Also fragen wir ihn nochmal zur Sicherheit, weil wer weiß, vielleicht sagt er ja, ja, da und da, dann musst du dahin fliegen, um dahin zu kommen. Also zum Boot. Nanu, ich dachte, es wäre etwas aus dem Ei geschlüpft, Present. Wo ist das Pokémon? Das Schnellboot, für das dieses Ticket gültig ist, liegt da. Haben wir es auch. Liegt im Hafen von Oliviana City ab. Aber das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, Present. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammen gereist. Also dann, wenn du nach Kanto gehst, grüße bitte Professor Eich von mir. Naja, das wusste ich im Ehrlichsein wirklich nicht. Aber jetzt wissen wir es ja, also können wir nach Oliviana City fliegen
Und dann nach Kanto. Wo ist denn Oliviana City? War das hier drüben? Nee. Wo ist das? Ach, da drüben. Okay, dann fliegen wir da ganz schnell hin. Ach ja, das ist ja auch logisch. Stimmt, da war ja auch der Leuchtturm und dieser Hafen. Ja. Jetzt, wo er es sagt, stimmt's auch. Ja, genau. So, jetzt ist die Sache. Was machen wir jetzt mit... Ich muss mal sonst was schauen. Und zwar, wenn ich mich jetzt nicht irre, müssen wir da auch auf dem Boot... Ja, ich habe gerade was angeklickt. Egal. Wir müssen auf dem Boot dann auch, ihr wisst schon. Also kämpfen. Und das können wir im Moment nicht, weil dafür sind unsere Pokémon nicht gerade möglich. Also benutzbar, denn sie sind tot. Ja, die sind tot. So. Das heißt, wir müssen einmal ganz kurz schauen, ob wir vielleicht irgendwie was da machen können oder den Part jetzt schon beenden, damit ich trainieren kann. Aber ich schaue jetzt erstmal. So, da ist unser Team. Da muss ich jetzt erstmal einige auf den Friedhof tun. Und zwar zuallererst unser Mustache. Der kommt jetzt als allererstes aufs Friedhof. Wobei, auf den Friedhof. Und da muss ich jetzt auch erstmal das Item bitte wegnehmen. Weil ich möchte ja nicht hier, dass er die Holzkohle behält. Nee, den möchte ich schon gerne wieder haben. Kann ich nicht irgendwie ihn wegnehmen? Item? Ich verstehe nicht. Egal. Ich bin gerade total dumm mit der Steuerung. Wie immer eigentlich. Nee, Xumipa bleibt hier. Dann muss ich das gleich anders machen. Dann kommt Togetic hier hin, dann kommt Dratini da auch hin, ist ja auch leider gestorben und dann auch noch Tengulist. Alle leider gestorben hier beim Versuch gegen den Champion. Schade, aber was soll man machen? So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz auf Items bewegen gehen, genau da. Und holen wir uns einmal ganz schnell die Items bitte hier, ne, einmal von Tornupto. So, gib mir mal bitte Dankeschön, Beutel. Und dann auch noch einmal das Item von Tengulist. Und damit sind wir jetzt auch wieder voll mit den Items, sag ich mal. Und jetzt werde ich einmal schauen, wen werden wir denn hier mitnehmen auf unsere Reise. Erstmal Pokémon bewegen. So, wen nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, erstmal Panferno nehmen wir mit. Auf Level 7 muss ich auf jeden Fall sehr gut trainieren. Dann würde ich sagen, könnten wir Vilia oder Folipurba mitnehmen. Ich glaube, ich bin für Folipurba, ne? Wobei, stimmt, ich merke auch gerade, Folipurba muss ich noch benennen. Oh nein, ich habe die Nuzlocke-Regel gebrochen, auf jeden Fall. Ich glaube, warte mal, Vilia oder Folipurba? Sind beide eigentlich, ja, doch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich nehme erstmal Folipurba mit, oder? Nee, ich glaube, ich nehme doch Vilia mit. Ich glaube, ich nehme doch Vilia mit und dann auch noch, wen nehmen wir doch noch mit? Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Voneira? Nein, Chanera ist nicht so toll. Mantips könnten wir mitnehmen, aber die brauchen wir auch nicht. Wir könnten Voltoball mitnehmen. Nehmen wir erstmal Voltoball mit. Finde ich jetzt nicht so gut, aber können wir einfach mal mitnehmen. Und das muss dann auch erstmal reichen. Wobei, ich nehme auch nochmal Pion Draghi mit. Und dann ist erstmal unser Team vollständig, aber das muss ich erstmal trainieren. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Part... Wobei, der Part geht noch ein paar Minuten. Lassen wir nochmal ein bisschen laufen. Und warte, erstmal schauen wir, was denn hier ist. Was ist denn hier? Ist da jetzt schon das Boot da? Ich glaube schon, ne? Dann schauen wir mal, wie groß denn das Boot ist, ob das so toll ist, wie wir denken, ne? Erstmal Professor Eich, hallo. Oh, present. Also irgendwie wirkst du so langsam wirklich wie ein echter Champ. Und als Champ solltest du auch einen angemessenen Pokédex besitzen. Gib ihn mir doch bitte mal eben. Ich rüste ihn für dich mit dem nationalen Modus aus. Der Pokédex von Present wurde mit dem nationalen Modus ausgerüstet. Ich weiß, es ist nicht leicht, den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Aber ich hoffe, du verstehst es versuchst es trotzdem. Hoppla, im Radiosender von Lucaratia City wird gleich meine Sendung aufgezeichnet und du brichst nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Ich habe dort in meiner Stadt namens Alabastia ein Forschungslabor. Komm doch mal vorbei und lass mich einen Blick auf deinen Pokédex werfen, wenn du in der Nähe bist. Das werden wir definitiv machen. Und was sagt dieser Typ hier? Ach komm, ich komme auf den falschen Knopf gerade. Ich habe jetzt schon ein paar Tage wieder nicht aufgenommen, deswegen bin ich gerade wieder mit der Steuerung nicht so gewandt, ne, sag ich mal so. Die MS Aqua wird mit der Düsenkraft betrieben. Sie berührt kaum das Wasser, während sie über die Wellen irgendwas oder so. Warst du schon mal in Kanto? Da soll es sehr viele seltene Pokémon geben. Das hört sich so toll an, dass ich es mal mit meinen eigenen Augen sehen will. Okay, ich hoffe aber jetzt wirklich, dass euch dieser Part viel Spaß bereitet hat, denn ich muss erstmal die Steuerung umstellen, weil ich glaube, die hat sich irgendwie umgestellt. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.